Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie in den Domag-Ateliers. Diesen Sonntag ist ja wieder Künstlersonntag. Und wie Sie sehen, es wird also an diesem Sonntag, Frau Timmermans, sehr farbig. Eigentlich hatte ich gehofft, wir können Sie beobachten, wie Sie hier verzweifelt versuchen, Ihre Bilder in die Waagrechte zu bringen. Aber Sie sind schon fast fertig mit dem Hängen, oder? Ja, ich habe mir eine neue Laserwasserwaage gekauft mit so einer coolen roten Brille, damit man vor dem Laserlicht geschützt ist. Und deshalb ging das einfach schneller. Das ist eigentlich schwierig, eine große Pudelwaagrechte machen, oder eine kleine? Wenn man so viel nebeneinander hat, dann vergleicht doch das Auge wieder, oder? Ja? Nee, große ist schwieriger, weil man kann ja, man sieht ja erst in einer ziemlichen Distanz, ob es schief ist oder nicht. Ganz mal da hinten zum Beispiel, da hängt eine schief. Hängt noch schief, genau. Meine letzte Justierungstat heute, hoffe ich, dass das dann auch noch gerade hängt. Also ich habe es ja schon früher mal besucht bei Ihren Malereien und ich muss freudig erregt feststellen, also die Bilder beginnen immer mehr zu leben bei Ihnen, oder? Wie würden Sie sagen, also hier zum Beispiel da hinten, da haben wir ja sogar, um jetzt meine leidenhafte Sicht der Dinge etwas zu schildern, sogar einen Wald vor dem inneren Auge. Ja, ich habe immer zwei Richtungen eigentlich. Das eine sind so reine Farbklänge oder so atmosphärische Farbklänge. Aha. Das sind dann eher solche bisschen abstrakten, wo es dann eben darum geht, was irgendein Grün besonders leuchtet oder ein Gelb. Hier das zum Beispiel wollte ich eigentlich Weißglut nennen. Ich wollte ausprobieren, ob man Weiß auch irgendwie zum Leuchten bringen kann. Also das ist da hinten, das was nicht ganz gerade hängt. Ne? Ein kaltes Weiß. Irgendwie. Wie muss man sich da die Entstehung vorstellen? Haben Sie dann irgendwo, wie es gerade gesagt hast, so eine Farbe im Auge, die Sie dann besonders malträtieren wollen oder mit anderen Farben in Widerspruch setzen? Oder ja, ich fange eigentlich mit so Gegentönen an, also was ganz Kaltem im Hintergrund. Man sieht dann am linken Rand zum Beispiel, habe ich es noch stehen lassen, also kalt oder Grautöne und steigere dann jetzt da zum Beispiel dieses Violett über Pink und Orange zu was Weißem. Das Weiß da oben schaut eigentlich rosa aus, ist aber wirklich weiß, das macht nur das Auge. Wird da ausgetrickst von dem Gelb, was daneben ist. Das kippt dann irgendwie in so eine Gruppe. Wenn man sich Ihre Bilder so anschaut, dann haben wir immer den Eindruck, Sie hassen düstere Tage und brauchen viel Licht. Kann das sein? Weil selbst hier in diesem Wald, das ist auch so sonnendurchflutet. Oder haben Sie schon mal was Dunkles gemacht? Ich habe auch schon was Dunkles gemalt. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich sogar parallel was ganz Dunkles und was ganz gelb leuchtend Helles malen kann. Also wahrscheinlich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann male ich schon was Dunkles, male mich aber dann irgendwie mit hellen Sachen wieder raus aus der Misere sozusagen. Also, ihre ich sag mal, inneren Zerwürfnisse auf die Leinwand bringen. Ist eigentlich eine gute Methode, um sich frei zu machen, oder? Ja, aber es ist jetzt wirklich nicht reine Selbsttherapie, sondern ich habe halt irgendwie, ich möchte dann schon was ausdrücken, was jemand anderem auch was sagt. Also hier zum Beispiel diese Motive, die eher so waldähnlich sind, die sind eigentlich so aufgebaut, dass man da auch ein bisschen verwirrt wird. Was ist jetzt, wo muss man lang? Also dass man sich auch ein bisschen orientieren muss und eigentlich ja schon zum Licht hin. Das ist eine Idee, die habe ich eigentlich aus dem Bild dann wieder in das große Bild transportiert. Also hier dieses Rechte mit dieser Lichtung, die da hinten vielleicht sein könnte. Mhm. Und da war ich eigentlich angelehnt an auch ein Bild aus der Romantik. Also das beschäftigt mich schon, dass so diese Übertragung von eigener Befindlichkeit auf Natur doch wieder jetzt irgendwie so eine Rolle spielt. Ich finde es so nett, weil da merke ich immer, wenn ich solche Bilder sehe, wie deutsch ich eigentlich bin. Ja. Weil Sie wissen, der Deutsche hat doch so eine seltsame Verbindung zum Wald. Wald, ja. Gell? Doch, also das ist ja, ich meine, gut, ich bin auf dem Land aufgewachsen, für mich ist Wald ganz wichtig und ich glaube auch, dass für jeden, der irgendwie als kleines Kind ein räumliches Vorstellungsvermögen entwickelt, spielt sicher Walderlebnis eine große Rolle. Wobei ich das jetzt nicht, das geht jetzt nicht darum, da irgendeinen Heimatkitsch draus zu machen, sondern. Ja. Wie malst du das mit den Bäumen? Weil sie lassen diese Farben ja durchs Bild laufen. Ne? Also ich male die ja am Boden und gehe dann so schichtenweise vor und lasse sie dann durchs Bild laufen. Ja. Und eigentlich durch dieses Verzweigen von Farbe, also auf Deutsch funktioniert das mit dem Wort verzweigen, entstehen dann eigentlich auch so Äste und Verzweigungen. Also mir ist es schon wichtig, dass die Bilder so aus dem Material rauswachsen. Ja. Deswegen, und Ihnen ist auch wichtig, dass die Farbe selber ein bisschen auch zum Prozess beitragen kann. Ist das genau, das Material ist wichtig, dass das Material so ein Eigenwerk kriegt. Dadurch, ich denke schon, dass das Lebendige, was Sie vorhin angesprochen haben, auch dadurch kommt, dass ich der Farbe so ein bisschen so einen eigenen, eigenen Körper lasse. Naja, die Möglichkeit selbst zu wirken.
in Farbe und in Bewegung. Dann und hier machen wir mal eine kleine Pause und dann sprechen wir nur auch über dieses Raumprogramm, weil es gibt also an diesem Künstler Sonntag nicht nur Bilder zu sehen, sondern es gibt mehr, aber dazu in Kürze mehr. Bleiben Sie uns gewogen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.